Willkommen zurück. Wir werden in dieser Folge unsere Räumungsarbeiten fortsetzen. Wir haben jetzt hier schon unsere zwei kleinen Armeen an Schöpfern, die sich hier schon damit beschäftigt haben, etwas den Weg freizuräumen. Registriere Und Verbesserung der damit auch schon Ökobilanz. ganz gut vorangekommen sind, offensichtlich. Genau, das werden sie jetzt auch weitermachen und nebenbei noch sicherstellen, dass hier alles Feindlicher Angriff auf seinen eines Rechten ihrer Gebäude. geht. So, dann können wir auch ganz sicher schnell mal reparieren. Wunderbar. Und das wartet dann auch gleich. Ha! Er baut zu schnell diese blöden Markthäuser nach. Das müssen wir dringlichst unterbinden. Okay, so schnell baut er sie jetzt auch nicht nach. Das hier hat er zerstört gehabt. Offensichtlich hat er auch schon eine von den komischen Verschlechterung der Ökobilanz. Warnung. Gebäude steht unter feindlichem Beschuss. Okay. Hübsch. Hey. Was haben wir denn da schon wieder Süßes? Ein Schiff von Keto. Ein Geschenk. Und tschüss. Hey, da sind mehrere Schiffe. Die werden wir jetzt ganz. Oh, wie schnell das Ding immer abfackelt. Ach nee, es ist gerade noch ein Reparaturvorgang. Okay. Ja, dann. Das Schiff werden wir mal nicht weiter behelligen. Aber das werden wir jetzt noch finishen. Warnung. Genauso Gebäude wie das. Steht unter feindlichem Beschuss. Ach so. Was haben wir denn jetzt schon wieder? Hey, wie können wir eine neue Fischerei hinsetzen? Dachte ich. Lag aber falsch. Geht es, wenn wir das hier abreißen? Nö. Warum nicht? Liegt das nur in dem Markthaus? Kann ich mir nicht vorstellen. Naja. Merkwürdig. Egal. Wenn wir jetzt erstmal mit der Räumung fortsetzen. Fortfahren. Hier sind wir schon relativ gut vorangekommen. Leben zurückkehren. Und dann werden wir irgendwann relativ zügig auch Teratron einnehmen. Damit wir uns hier eine kleine Militärbasis neben Keto aufbauen können. Ja, so gefällt mir das. Hier müssten inzwischen auch schon wieder ordentliche Leute eingezogen sein. Genauso wie da, die haben wir schon auf. Wenn alles so bleibt, wie es ist, und kann ich damit hier leben. Hier auch. Unsere Bilanz ist wieder in einem akzeptablen Fenster. Handelsgebäude bei feindlichem Angriff Schön. Vernichtet. Was haben wir da jetzt verloren? Gebäude steht unter feindlichem Beschuss. Ah. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Aus. Hübsch, hübsch. Hey, unsere ganzen Teile sind voll. Hübsch. Können wir es nicht machen, weil wir keine Bauzeit haben. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Können ja mal hier eine anstellen. Einfach so aus Spaß. Haben wir genug Öl? Haben wir genug Ruhe? Hm, vielleicht gerade so. Whoops. Da habe ich das Spielfenster verschoben. Ja, das geht, das Schiff. Sollen wir mal schnellstens zur Hölle senden, das Ding. Gebäude. Alarm. Registriere Angriff auf eines Ihrer Fahrzeuge. Da können wir nach Hause fliegen. Boah, der ist ja schon wieder ein Gebäude, oder habe ich das einfach nur übersehen? Der sollte sich auch dringend so auf den Rückweg machen. Registriere Angriff auf eines Ihrer Fahrzeuge. Ich bin ja relativ wenig Leben. Flash. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Wenn hier keine Flaktürme sind, kommen die mit den billigen Tech 3 Markthäusern schon klar. Keine Gnade. Niemals. Ganz meine Einstellung. Wie diese billige Rückkanone da schießt. Niedlich. Warnung.
Gebäude. Ich habe die Reichweite. Okay, warum machen wir eigentlich nicht mal so? Können wir das nicht auch upgraden? Ah, wir haben keine Bauzellen. Wie erbärmlich. Schnell ändern. Achtung, Produktionsstillstand. Also ich hoffe, die beschäftigen sich nicht mehr damit, ständig irgendwas Unnützes anzugreifen. Den können wir mal nach Hause schicken. Perfekt. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Okay. Was haben wir denn hier? Warnung. Interessant. Fahrzeug unter Beschuss. Die zwei kommen nicht damit klar. Aber ich weiß, wer damit klarkommt. Yay. Es brennt! Feuer! Es brennt! Ich vermisse diese Rufe aus 1404. Das ist immer so niedlich. Jedermann auf. So, wie weit sind wir hier vorgedrungen? Perfekt. Sollten Sie mir hier in die Quere kommen, wird es unangenehm. Für Sie. Ja, das merkt man ja, für wen es unangenehm wird. Steht unter feindlichem Beschuss. Hey. Lassen wir das Haus mal ein bisschen fliegen. Währenddessen kümmern wir uns einfach darum, diese kleinen nervigen Viecher hier umzulegen. Währenddessen Marsch nach Hause. Hartnäckig bist du. Das muss man dir lassen. Was mit denen? Die sind noch. Warnung! Gebäude steht unter feindlichem Beschuss. Was haben wir denn hier Nettes? Ja, ich bin mir auch relativ sicher, dass die nicht schnell genug sind, aber das ist jetzt erstmal wurscht. Na, wird Keto einen Rückzieher machen? Warnung! Gebäude steht unter feindlichem Beschuss. Das ist die große Frage. Ich meine, natürlich, aber wird Keto schnell genug sein? Nein, ganz bestimmt nicht. Gebäude steht unter feindlichem Beschuss. Alarm. Nichts fallen lassen. Feindlicher Angriff auf eines ihrer Gebäude. So. Damit dürfte sich die Insel auch gleich verabschieden. Warnung. Gebäude steht unter feindlichem Beschuss. Hey, müssen wir weiterfahren. Feindlicher Angriff auf eines ihrer Gebäude. Warnung. Gebäude steht unter feindlichem Beschuss. Na na, wir wollen doch nicht etwa abhauen. Alarm. Feindlicher Angriff auf eines ihrer Gebäude. Oh Gott, die armen Fische hätten. So. Hey, das ist ein Firebird. Cool. Hübsche Sache. So, die fliegen alle nach Hause, weil sie keinen Tank mehr haben, vermute ich mal. Sollen wir rechts? Westgate Security ist... Jagd auf das Ding machen. Und ich kann mich jetzt damit beschäftigen. Gebäude durch Feind zerstört. Alarm. Feindlicher Angriff auf eines ihrer Gebäude. Okay. Ich weiter schwimmen. Warnung. Gebäude steht unter feindlichem Beschuss. Dann werden wir doch gleich mal den Firebird noch zerkloppen und dann sind wir auch damit fertig. Können wir uns ja auch nichts mehr anhaben. Ich glaub's nicht. Mir diese Gebäude einfach ständig entwischen, weil ich nicht mitbekomme, dass er da irgendwas hinbaut. Alarm! Feindlicher Angriff auf eines ihrer Gebäude. Alarm! Ups. Feindlicher
feindlicher Angriff auf eines ihrer Gebäude. So. Okay. Und die haben immer noch kein Kerosin, denke ich mal, richtig? Korrekt. Ja, was machen wir denn dann nur? Die haben ja schon kein Öl mehr. Okay, das liegt vermutlich mal einfach daran, dass der Trimaran ja nicht genug transportiert. Ich glaube, wir haben nämlich genug Öl da. Okay. Sie? In meiner bescheidenen Hütte? Ich glaub's nicht. Das ist ganz schön scheiße. Ah, und wir können ja immer noch nicht diese verdammte Kontor hinbauen. Ich finde das echt komisch. Jetzt muss man so sagen, dass... Ökobilanz. Werte steigen. Was? Das ist irgendwie so ein Game-Breaking-Bug. Aber egal. Es ist halt so. Was? Wie bitte? Haben wir schon ein Kontor? Was ist das denn? Was ist das denn, bitteschön? Jetzt kann ich hier nichts mehr bauen, oder wie? Registriere Landnahme durch anderes Individuum. Ökobilanz. Neuerdings habe ich ein Kreuz. Oh, verdammte Schufterei. Ja, und wie soll meine Dezimal? Alarm. Feindlicher Angriff auf eines ihrer Gebäude. Ist auch bloß die Kanone spielen. Quelle aber. Das wäre der richtige Hammer. Schnell mal hier halt losschicken. Gebäude durch Feind zerstört. Oh, wir können das hier nicht mehr hinbauen. Oh, Glück. Gebäude steht. Da bin ich aber froh. Handelsroute beschädigt. Ich drücke eigentlich das Sommer. Zielhafen ist gelöscht. Ja, gut, die können wir immer nach Hause schicken. Die sind so lahm. Hält man ja nicht aus. Okay, offensichtlich. Gebäude steht unter feindlichem Beschuss. Keine Ahnung von taktischer Kriegsführung. Gegen Schiffe und Gebäude. Wir versuchen das Beste aus unserer Situation zu machen. Oh Mann, wir brauchen echt Kerosin. Oh, was ist denn hier für ein mutiger Herausforderer hergekommen? So weit ist es so einfach gewesen. Gebäude steht unter feindlichem Beschuss. Hey, cool. Wir haben... Oh Gott. Ja, mal eben so in der Spirituosenfabrik landen. Guck mal hier auch ständig. Bitte. Das ist ein bisschen Kerosin. Wir haben die auf Lager. Der hier ist noch relativ voll. Der auch. Dann wird sich vom... Oh! Ich glaube, ich weiß, wo das Problem liegt. An meiner eigenen Dummheit. Ja, okay. Kann ja mal passieren. Inzwischen haben wir auch wieder Bauzellen, vermute ich mal. Perfekt. Können wir also noch mehr bauen. So muss das. Boah, also mal ganz ehrlich. Eigentlich müssten wir mal hier ein bisschen Verteidigung hinstellen. Einfach nur so zwei, drei Türmchen, müsste ja schon ausreichen. Müssen wir uns nicht ständig hier drum kümmern. Und wir müssen dann... So, ein bisschen Verteidigung von
die eine Flak wohl erstmal reichen. Ist ja jetzt nicht weiter tragisch. Der Reparaturkran wird noch repariert. Scheint so. Der sollte das Kontor reparieren. Perfekt. Tja, wir haben vermutlich immer noch kein Kerosin. Gut verständlich. Wir haben auch nur zwei Fabriken gebaut. Das ist ganz schön wenig. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Fahrzeug fertiggestellt. Dann mal auf Marsch hier. Bitte einmal die ganze Mannschaft anrücken lassen. Naja, mit drei Salven kriegen sie das Schiff tot. Perfekt. Warnung. Gebäude steht unter feindlichem Beschuss. Wir versuchen das Beste aus unserer Situation zu machen. Warnung. Gebäude steht unter feindlichem Beschuss. Mehr Einwohner können nicht schaden. Achtung! Rohstoffvorkommen fast erschöpft. Hey, was haben wir denn jetzt? Oho! Na, aber hallo! Dann haben wir nur noch eine Insel, die weiterhin Basalt produziert. Ja, also. Teratron. Sollten wir unbedingt schnellstmöglich übernehmen. Vielleicht machen wir das auch erstmal. Vielleicht erstmal die Insel hier übernehmen. Die sollte relativ flott zu übernehmen sein. Und dann. Ein Versuch, sich zu schützen. Das ist verständlich. Machen wir mal Hackfleisch aus dem Rest. So, Fisch dürfte hier relativ rar sein, vermute ich. Wir versuchen das Beste aus unserer Situation zu machen. Ich verstehe immer noch nicht, warum. Ey, was? Wieso geht das jetzt plötzlich wieder? Was ist das denn? Produktionsstillstand. Was war denn das? Jetzt bin ich echt baff. Okay. Hab ich irgendwas übersehen? Falls ihr eine Ahnung habt, was ich übersehen habe, warum ich vorhin hier nicht bauen konnte im Hafenbereich, schreibt mir mal irgendwie einen Kommentar oder so. Ich habe echt keine Ahnung. Hey, Keto hat schon wieder eine ganz schön ansehnliche Flotte, ne? Und ich würde fast sagen, die macht sich jetzt gerade auf den Weg, unten meine Schiffe auszunocken. Aber ich habe gar keine Lust drauf. Feindlicher Angriff auf eines ihrer Gebäude. Ich hoffe mal, wir kriegen die Trimaraner schnell noch auf Trab. Es wird eng. Greifen die echt jetzt nur meine hässlichen Naturgrine an? Fettig. Angriff. Achtung! Katastrophenwarnung. Achtung! Katastrophenwarnung! Registriere Verbesserung der... Wir versuchen das Beste aus unserer Situation zu machen. Wenigstens die anderen Leute noch überleben. Und nicht ausziehen, weil sie keinen Sprit mehr haben. Das ist echt scheiße. No. Fail! Macht ja nichts. Und das war's auch schon wieder mit Ketos toller Flotte. Was für eine geile Aktion von dir. Hector ist sichtlich beeindruckt. Gut, er hat ja auch in dem ganzen Spiel noch nicht wirklich viel versenkt. Weil wir ihn gekauft haben. Korrupten Piraten den. Ah, fuck. So. Sehr schön. Wird hier bald alle weitergehen. Da ist noch ein Schiff. Und das von Sokov. So, die drei Türme sollten ausreichen. Popo, hier haben wir jetzt auch die schönen Türmchen. Wunderbar. Ah, lecker.
Und ist der Basalt jetzt hier aus? Noch nicht ganz. Na, dann brauche ich mich doch gar nicht beschweren. Der Fortschritt ist bei Ihnen kaum... Aha, kaum aufzuhalten, ja. Schön zu hören. Alarm. Feindlicher Angriff auf eines ihrer Gebäude. So, irgendwie so. Ihnen ist sowieso ein bisschen zerklüftet. Weil wir eine relativ lange Zeit unter Kontrolle von Mr. Strindberg waren. Ach, was haben wir denn hier? Na gut, der eine Turm wird angegriffen, da mache ich mir jetzt echt nicht so große Sorgen drum. Hey, cool, wir sind bereits hier. Die Flak kann schon angreifen. Erstmal gleich aus der Flak. Stehen hier noch welche? Ich sehe eins, zwei Flaks noch. Ist versiegt. Okay. Naja. Ehe die Flak vom Kontor hierher transportiert wird, das dauert auch erstmal ein bisschen. Da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen. Okay, sind die wenigstens voll betankt. Die sind voll betankt und voll repariert. Perfekt. Mensch, geht ja richtig ab hier. Wird die auch weiterhin gebaut? Noch besser. Registriere neues Fahrzeug. So, welcher von den Schwanen ist gerade so schick? Ich hab sie das Fahrzeug angelassen lassen. Naja, wunderbar. Dann haben wir diese Folge, diese Insel hier komplett geräumt. Und können jetzt weiter anfangen, dort unsere Bevölkerung aufzubauen. Zu vergrößern, zu vermehren. Wieder ein bisschen mehr Einnahmen reinzubringen, nachdem der Krieg uns so ausgehungert hat. Ja, das gefällt mir gut. Damit werden wir dann in der nächsten Folge weitermachen. Eine Basalt angespart. Perfekt. Ja, dann sage ich einfach direkt mal, nachdem ich diese tolle Farm hier noch zu Ende gebaut habe. Tschüss und bis zur nächsten Folge.